Wir machen jetzt auf jeden Fall ein Tag Team Match. Ich habe es gerade nur nicht verstanden, warum, wie heißt das, warum Cena jetzt auf einmal der Champ ist. Da müsste ich ihn nochmal zweimal besiegen. Das ist ja ein bisschen unlogisch eigentlich. Aber, na gut. Backlash is over and the march toward vengeance begins. Jim Ross here with Jerry the King Lawler at ringside. And who could have predicted Mick Foley's return to Raw? I was afraid it would happen someday. Mick Foley's a menace. He's an unpredictable individual. Sure. Unpredictable? He's downright crazy. And that goes double for anyone who would rely on him for anything. Da hat sich Shawn Michaels wohl verirrt. Tja, dann machen wir mal weiter bei dieser merkwürdigen Sache. Ja. Oh Mann. Shawn Michaels in der falschen Kabine, das ist doch klar. Der wollte nur. He's the odds on favorite to be named number one contender for the championship at Vengeance. And this is his chance to make an impact. That's exactly what you've got to do if you want a shot at the title. He knows it, and unfortunately for him, so do his opponents. Ja, der Gegner weiß es auch, dass er jagt oder beziehungsweise den Titel haben will. Und geil auf den Titel ist natürlich. Ja, aber Shawn Michaels, wir brauchen nicht zu sehen, wie du reinkommst, weil das ist ein Standardauftritt für dich. And here comes the man who practically wrote the book on hardcore, Mick Foley. He's written a lot of books. Matter of fact, that seems to be just about all he's done lately. I've got to wonder if he's in any shape to be much of an asset here tonight. Nee, natürlich werde ich durchziehen und dann mal gucken, was er für eine Rolle hat. Gell, Foley? Foley, Foley, Foley. And here come two men who seem to be a little too chummy with the champ to be legitimate contenders, if you ask me. So they're on good terms with the champ. Big deal. Believe me, once the championship's on the line, that won't matter. Okay. Ja, Kali und Dijstra. Ja. Wer ist jetzt der Champ? Ist es wirklich John Cena? Dann wird es komisch werden. Here comes the champ himself. What's he supposed to be? Their manager? Or maybe their parole officer? Come on, JR. He's obviously looking to get a better view of his potential competitors. And if we're lucky, maybe he'll join us at the announce table. Er wird's auch machen, aber das verstehe ich jetzt nicht wirklich, warum er wirklich als Champ eingesetzt wird. Weil wenn er jetzt wirklich als Champ eingesetzt wird, dann hätte er vorher einfach gar nicht, vorher ein Number One Contender Match machen müssen. Aber naja. Sei es drum, dann besiegen wir ihn halt zweimal, wenn es sein muss. Aber dass Kali und Dijstra seine Freunde sind, ja, eigenartig. Aber nur gut, wir wissen ja nicht, was er für Freundschaften hat, der Shawn Cena. Vielleicht sind es ja bewahrt seine besten Freunde. Man weiß es nicht. Ladies and gentlemen, welcome to Raw Action, coming to you live from Omaha, Nebraska. Jim Ross here with Jerry the King Lawler. Und jetzt, And we couldn't be any more excited to be here. You can say that again, King. Wie kannst du nur Champ sein? Ich war doch Hauptherausforderer. Ich verprügel ihn einfach unnötig. Nee, egal. So. Nein! Oh, spring ich daneben. Jawohl. So. Hallo. Attackier den doch. Attackier den doch! Meine Güte, was machst du da? So, jawohl, sehr schön. Gut. Und Flying Elbow. Und Great Kali hat nicht schnell Reaktion gehabt, um mich zu attackieren. So, und. Jawohl. Oh, lass mich in Ruhe. So. Jawohl. So, was willst du denn, ey? Kali, lass mich in Ruhe. So. Nein! Ah, Kenny ist. Ah, gegen beide anzutreten ist schwer.
So. Hallo, ich bin ein Tag Team Partner. So. Ich hab so meine Probleme gerade. So, und jetzt. Hallo. Hä? Wieso hat er nicht reagiert? Oh. Upsi. Alter, ich habe momentan so die Probleme gerade. So, jetzt komm. Jawohl. Und Atomic Drop. Nee. Back Body Drop, oder? Ich glaube, Back Body Drop war das. Egal. So. Jawohl. Nein! Alter, was hat der für Moves drauf? So, jetzt aber. Schade. Und jetzt. Nein! Oh, Mann. So, jetzt sehr schön. Und jetzt dahin. Ah. Ah, geht doch. Und Elbow. Und jawohl. So. Gut. Gehen wir runter. Und attackieren Cena. Hallo. Cena, goes for. So. Gut, und. Hä? Was mach ich denn da? Ich wollte ihn doch attackieren. Nicht rausspringen. Oh Mann. Hallo. Hä? Macht er denn da? Wieso springt da drauf? Ich will den attackieren. Ey. Toll. Na gut, dann gehe ich wieder rein und lass mich wieder eintaggen. So. Jawohl, jetzt aber. Jawohl. Hä? Schade. Sehr schön, Foley. Komm, gib her. Jawohl. Und jetzt Attack. Shawn Michaels. Jawohl. Und jetzt ein Schnappen gegen Great Khali. Ah, schade. Jawohl. Aber ich glaube. So. Nein. Scheiße. Boah, was hat er denn für einen Schlag drauf, der Punjabi Playboy. So. Jawohl. Ja, jetzt. Schöner Halt. Oder schöner Hold. Und. Boah, harter Schlag. So, eigentlich kann ich diesen Handkantenschlag machen, ne? Schade. So. Nein. Oh, nein, ey. So, sehr schön. Ich möchte diesen Handkantenschlag machen. Oder hat er einen, oder hat er den Carly Weiss Grip? Das weiß ich nicht. So. Aber den macht er auch nicht mehr so wirklich, ne? Also den Carly Weiss Grip. Das war ja ein richtig harter Move. Der hat ihn ja zum Beispiel schon. So ein Rey Mysterio, ne? Den hat er damals einfach mal so übelst im Hold gehabt. Da hat er den ganzen Kopf quasi, ja. Hineingekriegt. Sag mal so. Gut. Wow, was ist das für ein Move? Hab ich auch noch nie erlebt, aber egal. So, komm. 1, 2, 3. Nein! Oh, Carly, du Idiot! Oh. So. Jawohl. Und jetzt Pin. So, und jetzt Shawn Michaels Sweet Chin Music. Und jetzt Pin. Oh. Können wir mal mit den scheiß Rope Breaks. Oh. Meine Güte. So. Weg mit dir. Tschüss. Und jetzt. Was machst du denn, du Idiot?
Oh, ey. Warum springt er da nach draußen? So. Jetzt aber. Was bist du denn für ein Schwachmann, ey? So. Aber der liegt da, als wäre der tot, ne? Der liegt da echt, als wäre der tot. So. Hey. Ah! So, Latin. Nein, kein. Mies. Autsch. Lass mich los. So. Gut, jetzt komm. Jetzt pin. Ey, aber doch kein Rope Break. Ey, der verarscht mich doch. Jedes Mal dieses scheiß Rope Break. Ja, klar, jetzt ist mein Kopf geschwächt. Natürlich. Den hätte ich long. Steh doch auf. So. Gut, jetzt aber. Ja, So. Und schlägt. So. Jetzt aber. Boah, aber wie kaputt der ist, ey. Der kann danach nicht mehr aufstehen. Jetzt komm. Und bam. Und pin. Jetzt komm schnell. 1, 2, 3. Jawoll. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben ihn besiegt. Da ist der Sieg. Da ist der Sieg. The very important victory. Und da ist der Mick Foley abgebildet. Ja. Mick Foley. Ein sehr haariger Mensch. Aber eine Legende. Eine Legende und ein verdienter Hall of Famer. Was der für seinem Körper riskiert hat. Unglaublich. Kommt doch nichts mehr? Okay. Ja, auf jeden Fall. Mick Foley habe ich mega Respekt, was der für seinen Körper riskiert hat. Allein wie sein Sturz aus dem Käfig da, wie hoch der da runtergeflogen ist, ist auch schon heftig. Ich glaube, 15 Meter waren das oder so? Ich glaube, 10 Meter oder so, ne? So weit ist er runtergeflogen. Oh, es ist einfach, aber trotzdem, harte Aktion. Ich hätte, glaube ich, nicht riskiert. Ich hätte, glaube ich, nicht gemacht. Mein eigenen Körper riskiert, da hätte ja was schief gehen können. Oder er wäre zum Beispiel gegen die Kante geflogen und dann... Also er ist ein hohes Risiko eingegangen, auf jeden Fall. Und dafür lieben wir ihn alle. Dass er es gerne macht. Diese Risiken. Uh-oh, this could be trouble. Get out of my way, pal. I don't have time for games. Those two are allies of the champ. Did he set this up? Hey, it's Mick Foley. I don't need your help. You could have fooled me. Listen, there's strength in numbers, so why don't we get a big chief and little Indian thing going here? Which one am I? Well, I guess that remains to be seen, huh? He'd have to be crazy to trust a psycho like Foley. I'm not sure he's got a choice. Ja. Wir müssen ihm einfach mal vertrauen. Shawn Michaels. Nicht so egoistisch sein. Das ist nicht gut. Aber warum jetzt John Cena auf einmal so ein scheiß Kerl geworden ist, das verstehe ich auch nicht wirklich. Aber naja, lassen wir es einfach mal. You got punked out last week. And I didn't even have to lay a finger on you. And Mick Foley's the only guy who had the guts to help you. How far you think you can trust a head case like that guy anyway? Hey, er ist kein Psycho, er ist eine Legende. Nachdem Shawn Michaels hinter der Bühne die Wut von Cenas mutmaßlichen Helfer und Carlin Deister zu spüren bekam, kann er sich ausmalen, was passiert hätte, wenn Mick Foley ihn letzte Woche nicht gerettet hätte. Obwohl Cena nicht persönlich in die Auseinandersetzung verwickelt war, ist ihm wohl klar geworden, dass sich durch plötzlich das Schein die Einsätze erhöht haben. Okay. So, und geben wir mal ein paar Autogramme, ne? Und machen uns damit zur Legende. So. Ja, wir werden immer beliebter. So, die Show ist toll. Ich freue mich darauf, mit dir zusammenzuarbeiten. Okay. Er ist sehr glücklich momentan. Machen wir mal 2 Tage Pause. Und machen wir mal wieder Autogramme. Sehr schön. I know we're both trying to become number one contender, but it seems like the champs buddies are working together toward the same thing.
And if they're on the same page, it might be a good idea if we were too. What do you say? Ja, können wir machen. Nach der Sache mit Dicer letzte Woche stelle ich dich in dieser Woche gegen ihn bei Raw auf. Er ist nicht nur der Verbündete von Cena, sondern will auch der Hauptherausforderer für den Titel werden, was bedeuten würde, dass er dir dabei in die Quere kommt. Wenn du die Hauptherausforderung willst, sollst du Kerl wie ihn besser loswerden. Bis später, Coach. So it sounds like Mick Foley wants to work with you. Teaming up with someone who's just made a target of himself might not be your best idea, but the stakes are high. And it might not be a bad idea to have someone watching your back. Das ist echt gut, wenn jemand meinen Rücken frei hält. Ich wollte mir mal einen Moment Zeit nehmen, um mich bedanken. Ich arbeite schon mit meinem nächsten Bestseller, den du sicher im Regal deiner örtlichen Buchläden oder Bibliothek finden wirst. Es war eine weise Entscheidung von dir, mit mir zusammenzuarbeiten und gegen ihn die anderen Kerle vorzugehen. Du kannst auf meine Unterstützung diese Woche bei Raw zählen, Mick. Everyone seems real preoccupied with my mental state lately. They want to know if Mankind or Dude Love is going to make an appearance. Well, don't worry, you're getting Mick Foley tonight, not Cactus Jack. I'm not letting him out. Es wurden alle drei seiner Gimmicks erwähnt. Oh je. Yeah.